In den tiefsten Ecken unseres Planeten verbergen sich immer noch Gemeinschaften, die seit Jahrtausenden in völliger Isolation leben, unberührt von den Einflüssen der modernen Welt. Diese außergewöhnlichen Menschengruppen, die ihre ursprünglichen Traditionen und Lebensweisen bewahren, bieten uns einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit der Menschheit. Die Entdeckung solcher Zivilisationen ist nicht nur eine faszinierende Reise in eine Zeit, als die Welt ganz anders aussah, sondern auch eine Erinnerung an die außergewöhnliche kulturelle Vielfalt, die trotz der rasanten Veränderungen und Globalisierung überlebt hat. Das Kennenlernen dieser Gemeinschaften ist eine Chance zu verstehen, wie unterschiedlich sich die Menschheit entwickeln kann, wenn sie sich selbst überlassen wird. Sentinelese. Dies ist eines der isoliertesten und geheimnisvollsten Völker der Welt, das eine kleine Insel namens Nordsentinel im Andamanen-Archipel bewohnt, die in der Bucht von Bengalen liegt. Dieses Volk ist bekannt für seine extrem starke und aggressive Ablehnung jeglicher Versuche, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, was es weltweit einzigartig macht. Ihre Insel, die etwa 60 Quadratkilometer groß ist, ist mit dichtem tropischem Wald bedeckt, der den Sentinelese sowohl Schutz als auch Nahrung bietet. Die Sentinelese führen eine traditionelle Lebensweise, die sich seit Jahrtausenden nicht verändert hat. Sie leben in kleinen, mobilen Gemeinschaften, die sich je nach Verfügbarkeit von Ressourcen auf der Insel bewegen. Ihre Ernährung besteht hauptsächlich aus Fisch, Früchten, Wildtieren und gesammelten Pflanzen. Sie verwenden einfache Werkzeuge aus Stein und Holz sowie Bögen und Pfeile, die sie sowohl zur Jagd als auch zur Verteidigung gegen Eindringlinge einsetzen. Obwohl ihre Technologie primitiv ist, sind die Sentinelese hervorragend an ihr Umfeld angepasst, was auf ihr tiefes Wissen über die sie umgebende Natur hinweist. Die indische Regierung, die die Einzigartigkeit und Zerbrechlichkeit der Situation der Sentinelese anerkennt, hat ein strenges Verbot verhängt, sich der Insel zu nähern, sowohl aus ethischen als auch aus gesundheitlichen Gründen. Da die Sentinelese keinen Kontakt zur modernen Welt haben, sind sie äußerst anfällig für Krankheiten, gegen die sie keine Immunität besitzen, was für sie katastrophal sein könnte. In der Vergangenheit gab es einige wenige Versuche, Kontakt aufzunehmen, von denen die meisten scheiterten oder sogar mit dem Tod derjenigen endeten, die versuchten, die Insel zu erreichen. Im Jahr 2006 wurden zwei Fischer, die versehentlich in die Nähe der Insel gelangten, von dem Volk getötet, was ihre Entschlossenheit bekräftigte, ihre Abgeschiedenheit zu bewahren. Obwohl die Sentinelese wahrscheinlich von den ersten Völkern abstammen, die vor etwa 60.000 Jahren Afrika verließen, bleiben ihre genaue Herkunft, Sprache und Kultur weitgehend unbekannt. Es ist bekannt, dass ihre Sprache sich völlig von den in der Region gesprochenen Sprachen unterscheidet, was auf ihre lange Isolation hindeutet. In den letzten Jahrzehnten gab es einige Forschungsversuche, bei denen den Sentinelese kleine Geschenke wie Kokosnüsse, Werkzeuge oder Metallgegenstände überreicht wurden. In einigen Fällen nahmen sie diese Geschenke an, was auf eine gewisse Neugier gegenüber modernen Materialien hindeutet. Aber der Kontakt endete immer sofort, sobald sie sich bedroht fühlten. Im Jahr 2018 hörte die Welt erneut von den Sentinelese, als der amerikanische Missionar John Allen Chau versuchte, Kontakt mit dem Volk aufzunehmen, um es zum Christentum zu bekehren. Seine Expedition endete tragisch. Er wurde von den Sentinelese getötet und sein Körper wurde nie geborgen. Dieser Vorfall verdeutlichte einmal mehr, wie gefährlich es ist, zu versuchen, mit diesem Volk Kontakt aufzunehmen, sowohl für die Eindringlinge als auch für die Sentinelese selbst. Mashkupiro. Dies ist ein isoliertes Volk, das in den Gebieten des peruanischen Amazonas lebt. Die Mashkupiro sind eines von mehreren Dutzend isolierten Völkern in der Region, die dafür bekannt sind, den Kontakt mit der Außenwelt zu vermeiden. Sie leben hauptsächlich von der Jagd, dem Fischfang und dem Sammeln. Gelegentlich gibt es Berichte über Begegnungen mit Bewohnern nahegelegener Dörfer, aber diese Kontakte sind in der Regel kurz und angespannt. Die Mashkupiro bewohnen schwer zugängliche Dschungelgebiete, die weit entfernt von größeren menschlichen Siedlungen liegen. Ihre Umgebung ist reich an Ressourcen,
die das Volk in nachhaltiger Weise nutzt, um selbstversorgend zu bleiben. Sie verwenden einfache Werkzeuge, die aus natürlichen Materialien wie Holz, Steinen oder Knochen hergestellt sind. Sie fertigen Bögen und Pfeile an, die sie zur Jagd auf Wildtiere und zum Fischfang verwenden, die einen wichtigen Bestandteil ihrer Ernährung darstellen. Dank ihres tiefen Wissens über die Flora und Fauna des Amazonas können die Mashkopiro in einem der anspruchsvollsten Ökosysteme der Welt überleben. Dieses Volk hält bewusst eine außergewöhnliche Isolation aufrecht, um sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Über die Jahre hinweg waren ihre Kontakte mit anderen Menschengruppen selten und oft von Misstrauen oder Aggression geprägt. Es gibt Berichte über Überfälle der Mashkopiro auf Siedlungen und Lager, die zu nahe an ihr Territorium herangerückt waren. Es ist bekannt, dass es in der Vergangenheit zu Konflikten mit anderen Stämmen und Siedlern kam, die versuchten, ihr Land zu besiedeln. Es wurden auch Fälle dokumentiert, in denen sich Mashkopiro Orten näherten, die von Außenstehenden bewohnt wurden, um nach Nahrung oder anderen Gütern zu suchen, was möglicherweise auf den Druck zurückzuführen ist, den illegale Aktivitäten wie Abholzung oder Rohstoffabbau auf ihr Umfeld ausüben. Diese Vorfälle lösen sowohl bei den örtlichen Gemeinschaften als auch bei Forschern Besorgnis aus, die befürchten, dass die zunehmenden Eingriffe in die von den Mashkopiro bewohnten Gebiete zu irreversiblen Veränderungen in ihrem Leben und ihrer Kultur führen könnten. Die Regierung von Peru hat, ähnlich wie bei anderen isolierten Völkern, spezielle Vorschriften erlassen, um die Mashkopiro zu schützen. Ein zentraler Aspekt dieser Bemühungen ist die Beschränkung des Zugangs zu den von dem Volk bewohnten Gebieten sowie die Überwachung illegaler Aktivitäten in der Region. Corubo. Dieses Volk lebt im brasilianischen Teil des Amazonas, im Tal des Javari. Die Corubo sind für ihren begrenzten Kontakt mit der Außenwelt bekannt und haben den Ruf eines kriegerischen Volkes. Ihr umgangssprachlicher Name, Leute des Hammers, stammt von der Verwendung schwerer hölzerner Keulen. Sie leben in kleinen Gemeinschaften und führen ein traditionelles Leben, das auf Jagd und Sammeln basiert. Die Corubo bewohnen eine der isoliertesten Regionen des Amazonas, die schwer zugänglich ist, was ihre Isolation zusätzlich verstärkt. Dieses Volk lebt tief im Regenwald, fernab von modernen Einflüssen, in Siedlungen, die Malocas genannt werden und aus mehreren einfachen Hütten bestehen, die aus natürlichen Materialien wie Holz, Palmblättern und Lianen gebaut sind. Ihre Ernährung basiert auf dem Fleisch von Wildtieren wie Wildschweinen und Tapiren sowie auf Fischen und Waldfrüchten, die sie von den umliegenden Bäumen und Sträuchern sammeln. Die Corubo sind bekannt für die Verwendung hölzerner Keulen, die ihre Hauptwaffe und ihr Verteidigungswerkzeug darstellen. Diese Keulen, die sowohl bei der Jagd als auch in Konflikten eingesetzt werden, sind ein Symbol ihrer Kultur und haben zu ihrem Ruf als kriegerisches Volk beigetragen. In der Vergangenheit kam es zu Zusammenstößen zwischen den Corubo und anderen Stämmen, sowie mit illegalen Siedlern und Rohstoffsuchern, die versuchten, in ihr Territorium einzudringen. Lange Zeit vermieden die Corubo den Kontakt mit der Außenwelt und lebten in nahezu vollständiger Isolation. Erst in den 1990er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden erste Versuche unternommen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, hauptsächlich durch FUNAI, die brasilianische Behörde für Indianerangelegenheiten, die sich um den Schutz ihrer Rechte und Gebiete bemühte. Die ersten Begegnungen waren jedoch von großer Vorsicht und Misstrauen geprägt, und das Volk reagierte oft aggressiv auf Annäherungsversuche an ihre Siedlungen. Heute haben einige Mitglieder des Corubo-Volkes begrenzte Kontakte mit der Außenwelt aufgenommen, was damit zusammenhängt, dass sie freiwillig aus dem Wald kamen, um Kontakt mit anderen indigenen Gemeinschaften und Vertretern der FUNAI aufzunehmen. Dennoch vermeiden viele Mitglieder des Volkes weiterhin den Kontakt und bleiben ihrem traditionellen Lebensstil im Dschungel treu. Eine der Hauptbedrohungen für die Corubo ist der zunehmende Druck durch illegale Aktivitäten wie Abholzung, illegalen Rohstoffabbau und Drogenhandel, die ihr Umfeld destabilisieren und neue Gefahren mit sich bringen. Trotz der Bemühungen der brasilianischen Behörden und internationaler Organisationen, das Territorium des Volkes zu schützen, bleibt die Zukunft der Corubo ungewiss.
Fleischeros. Dies ist eines der am stärksten bedrohten isolierten Völker der Welt, das in den Regenwäldern im Norden Brasiliens lebt. Awaguaha führen ein nomadisches Leben und ziehen umher, um Nahrung zu finden. Ihr Überleben ist durch illegale Abholzungen und Entwaldung gefährdet, die ihre natürliche Umwelt zerstören. Fleicheros, auch bekannt als Awaguaha, sind eines der wenigen verbleibenden Völker, die in Amazonien einen vollständig nomadischen Lebensstil führen. Sie durchwandern weite Gebiete des Regenwaldes und leben in Harmonie mit der sie umgebenden Natur. Ihre Gemeinschaften bestehen aus kleinen Familiengruppen, die sich auf der Suche nach Früchten, Nüssen, Wildtieren und anderen lebenswichtigen Ressourcen bewegen. Sie jagen wild mit Bögen und Pfeilen und sammeln wilde Pflanzen, die einen wichtigen Bestandteil ihrer Ernährung darstellen. Die natürlichen Ressourcen, auf die Fleicheros angewiesen sind, sind jedoch zunehmend durch illegale Abholzungen und die Ausbreitung der Landwirtschaft bedroht. Die Gebiete, in denen sie leben, werden systematisch durch Abholzungen ohne Zustimmung der Regierung zerstört, was zur Verringerung der Regenwaldfläche und zur Degradierung des Ökosystems führt. Die Entwaldung zerstört die natürliche Umwelt des Volkes und unterbricht die Migrationsrouten der Tiere, die ihre Nahrungsgrundlage bilden. Infolgedessen müssen sich die Fleicheros immer weiter auf der Suche nach Ressourcen bewegen, was sie dem Kontakt mit der Außenwelt aussetzt und das Risiko von Konflikten erhöht. Die Bedrohung für ihr Überleben ist real und dringend. Die brasilianische Regierung und internationale Organisationen ergreifen Maßnahmen zum Schutz der Fleicheros und ihres Landes. Doch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist durch das Ausmaß und die Komplexität des Problems begrenzt. Illegale Abholzungen und andere zerstörerische Aktivitäten sind in den dichten Wäldern des Amazonas schwer zu überwachen und Korruption und mangelnde Durchsetzung der Gesetze erschweren den Schutz dieser Gebiete zusätzlich. Trotz der schwierigen Bedingungen bemühen sich die Fleicheros, ihren traditionellen Lebensstil zu bewahren. Ihre Kultur und ihr Wissen über den Regenwald, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, sind der Schlüssel zu ihrem Überleben in dieser anspruchsvollen Umgebung. Ihre Fähigkeiten im Spurenlesen, Jagen und Sammeln sind perfekt an die Bedingungen im Amazonas-Dschungel angepasst. Doch mit jedem Jahr wird ihre Situation immer unsicherer. Eine weitere Bedrohung für die Fleicheros ist der Kontakt mit Krankheiten, die von externen Eindringlingen eingeschleppt werden und gegen die sie keine Immunität besitzen. Sogar ein geringer Kontakt mit Außenstehenden kann für das gesamte Volk tragische gesundheitliche Folgen haben. In der Vergangenheit gab es Fälle von Massensterben unter isolierten Völkern, die mit Krankheiten wie Grippe oder Masern infiziert wurden. Ayoreo Totobiego Sode. Dies ist ein Volk, das in den Gebieten des Chaco in Paraguay und Bolivien lebt. Die Ayoreo Totobiego Sode leben unter extremen Bedingungen in den halbtrockenen Wäldern und führen ein nomadisches Leben. Obwohl einige Mitglieder des Volkes in festen Gemeinschaften angesiedelt wurden, leben einige von ihnen immer noch in völliger Isolation von der modernen Welt. Die Ayoreo Totobiego Sode sind eines der letzten Völker in Südamerika, das bis heute seinen traditionellen Lebensstil bewahrt, der darin besteht, durch die weiten, rauen Gebiete des Chaco zu wandern. Diese Gebiete zeichnen sich durch ein trockenes Klima, seltene Niederschläge und extrem hohe Temperaturen aus, was sie zu einer der unfreundlichsten Umgebungen zum Leben macht. Dennoch haben sich die Ayoreo Totobiego Sode an diese Bedingungen angepasst und Überlebenstechniken entwickelt, die es ihnen ermöglichen, im Einklang mit der Natur zu leben. Ihre Ernährung basiert auf der Jagd auf Wildtiere sowie dem Sammeln von Früchten, Wurzeln und anderen im Gebiet verfügbaren Pflanzen. Das Volk nutzt sein tiefes Wissen über das Gelände, um Wasserquellen zu finden und zu wissen, welche Pflanzen essbar sind, was in einer so harschen Umgebung von entscheidender Bedeutung ist. Sie verwenden traditionelle Werkzeuge wie Speere und Bögen, die sie für die Jagd einsetzen. Die Ayoreo Totobiego Sode sind zum Symbol des Überlebenskampfes angesichts des zunehmenden Drucks der modernen Zivilisation geworden. Ihr Territorium ist systematisch durch Abholzung, die Ausbreitung der Landwirtschaft und Infrastrukturprojekte bedroht, die in ihr traditionelles Land eingreifen.
Diese Aktivitäten führen zur Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt, was das Volk zwingt, immer tiefer in die unzugänglichen Gebiete des Chaco vorzudringen, um den Kontakt mit der Außenwelt zu vermeiden. In den letzten Jahren haben Menschenrechtsorganisationen und Umweltschutzorganisationen begonnen, verstärkt auf die Situation der Ayoreo-Totobigo-Sode aufmerksam zu machen und für den Schutz ihrer Gebiete vor weiterer Degradation zu plädieren. In Paraguay wurden Maßnahmen ergriffen, um Schutzgebiete für die vom Volk bewohnten Gebiete zu schaffen, aber die Umsetzung dieser Pläne stößt auf zahlreiche Schwierigkeiten, die mit wirtschaftlichen und politischen Interessen zusammenhängen. Ein Teil der Mitglieder des Volkes, die in festen Gemeinschaften angesiedelt wurden, kämpft mit Anpassungsproblemen wie dem Verlust der traditionellen Identität, Krankheiten und der Abhängigkeit von externer Hilfe. Viele von ihnen sehnen sich nach dem früheren nomadischen Lebensstil, der ihnen mehr Autonomie und Nähe zur Natur gewährte. Dennoch lehnen die verbliebenen Mitglieder des Volkes, die in Isolation leben, weiterhin jeden Kontakt ab, um ihre kulturelle Eigenständigkeit und Lebensweise zu schützen. Tarumenane. Dies ist ein isoliertes Volk, das in der ecuadorianischen Amazonasregion lebt. Die Tarumenane versuchen, den Kontakt mit der Außenwelt zu vermeiden und sind für ihre Feindseligkeit gegenüber Eindringlingen bekannt. Sie leben auf traditionelle Weise, indem sie sich auf Jagd, Fischfang und Sammeln verlassen. Ihre Isolation ist oft das Ergebnis von Versuchen, sich vor äußeren Bedrohungen und Einflüssen zu schützen. Die Tarumenane bewohnen dichte, tropische Wälder des Amazonas, hauptsächlich im Gebiet des Yasuni-Nationalparks, der eines der artenreichsten Gebiete der Erde ist. Dieses Volk lebt in kleinen, nomadischen Gruppen, die sich über weite Gebiete der Wälder bewegen und den Kontakt mit Siedlern und anderen Gemeinschaften meiden. Ihr Leben basiert auf tiefem Wissen über die Umwelt, was ihnen ermöglicht, in einem der anspruchsvollsten Ökosysteme der Welt zu überleben. Die Tarumenane verwenden einfache Werkzeuge, die aus in der Dschungel verfügbaren Materialien wie Holz, Steinen und Pflanzenfasern hergestellt werden. Sie jagen Wildtiere, fischen in Flüssen und sammeln Früchte, Samen und andere essbare Pflanzen. Ihr Lebensstil, der auf Selbstversorgung und einer engen Verbindung zur Natur basiert, bleibt seit Generationen unverändert und ist der Schlüssel zu ihrem Überleben. Die Feindseligkeit der Tarumenane gegenüber Eindringlingen ist tief in ihrer Geschichte des Kontakts mit der Außenwelt verwurzelt. In der Vergangenheit wurde dieses Volk mehrfach Opfer von Gewalt, Vertreibung von ihren Territorien und Krankheiten, die von Kolonisten und Siedlern gebracht wurden. Diese Erfahrungen lehrten die Tarumenane, dass Isolation der einzige Weg ist, ihre Gemeinschaft vor dem Untergang zu schützen. Als Folge dieser schwierigen Erfahrungen hat das Volk eine Strategie entwickelt, jeglichen Kontakt zu vermeiden und ihr Territorium gegen Eindringlinge zu verteidigen. Ihre Territorien sind derzeit durch die Entwicklung der Erdölindustrie und illegale Abholzung bedroht, die zur Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt führen. Diese Aktivitäten zerstören nicht nur die Wälder, die eine Quelle für Nahrung und Schutz der Tarumenane sind, sondern erhöhen auch das Risiko zufälliger Begegnungen mit Fremden, was zu tragischen Konflikten führen kann. Im Jahr 2013 ereignete sich einer dieser Vorfälle, als Mitglieder des Tarumenane-Stammes von Angehörigen eines anderen Stammes getötet wurden, was internationales Besorgnis und Diskussionen über den Schutz isolierter Gemeinschaften auslöste. Die ecuadorianische Regierung erkannte die besondere Situation der Tarumenane an und erließ Vorschriften, um ihr Territorium zu schützen und den Zugang zu den von dem Volk bewohnten Gebieten zu beschränken. Trotzdem bleibt der Druck durch die Rohstoffindustrie und illegale Aktivitäten erheblich, was die Zukunft der Tarumenane in Frage stellt.